Hakuna Matata, meine Freunde, ich bin's euer D. Ich bin wieder im Stützen mit Assassin's Creed Valhalla. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. Wir haben hier hinten, irgendwo da hinten, genau, da hinten, um genau zu sein, hier, haben diesen kranken Dude hier kennengelernt, diese lebende Legende, und sind ihm jetzt hierher gefolgt. Und hier müssen wir mit ihm reden, mit diesem Halfdan Ragnarsson. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass er hier drin sein wird, und da ist er auch schon. No sooner. That is the plan. Yet my people suffer day by day. Your people. Aha, ist es nicht dieser Ordenstyp? Safe ist es dieser Ordenstyp. Einer von diesen großen fünf. Halfdan's hammer protects this land. Tell my people that. King Rhysia. As you wish, my lord. Ja, am Arsch. Wir müssen den Safe noch töten. Wie gesagt, ich glaube immer noch, der ist wirklich einer dieser fünf. Drei Hinweise haben wir schon, drei folgen jetzt hier wahrscheinlich noch, und dann am Ende müssen wir gegen ihn wieder fighten. Come closer. Halfdan Ragnarsson, my sword arm answers your call. Thank you for your tribute, Eivor Wolfkist. Your battles and deeds are well known to me. And you are the hero of Yorick. So sing my skalds. Not just any hero. Eivor brought order to the city when King Rhysia could not. They say you rooted out a gang of thieves and traitors. Not alone, but I led the charge. You gifted my silver to the carls and churls of Jorvik. To men and women who needed it most. A foolish choice. The coin never left King Rhysia's treasury. I try never to regret the decisions I make in a time of war. Agreed. To second guess ourselves would only stall the victory. Genau, der Hafenmeister hat nämlich von den ganzen Händlern das Geld gestohlen, für alle, die nicht im Stream dabei waren. Und ja, wir haben es dann am Ende denen wieder zurückgegeben. So aller Robin Hood-Style. Old friend, your jests hit like Odin's spear. Ich glaube, das war kein Witz. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier. That what she said. A thing of beauty. Frankish, I believe. What do you think, Eivor? Ja, ja, sage ich auch. Ein guter Kirchbau. Wine goblets are for Roman kneelers. Give me a horn of mead any day. There's wisdom in this one, Faravid. By your leave, Lord, I must return to my forward camp. It's a long, cold ride. Two-faced, smirking glory hound. My lord, in your summons you said... Shh. Not here, not now. Dance, sing. Okay. Vielleicht vermutet er auch schon, dass dieser eine König, dieser in Anführungsstrichen König, auch Herr verordnet. Okay, vielleicht dann doch nicht. Wenn es so alt ist wie die Welt, dann ja. Ja, gut, wir werden jetzt nicht an dem Festen teilnehmen. Das wird wahrscheinlich wieder Saufen sein, die Spottstreif, vielleicht eine Schlägerei. Also, das können wir alles schon. Deswegen gehe ich direkt hier hoch. Na toll, jetzt müssen wir wahrscheinlich warten, bis er da hochgegangen ist. Genau, hier könnten wir wieder das Würfelspiel spielen, dass wir nicht raffen. Irgendwo wird mit Sicherheit Saufen sein. Hier können wir noch einen Brief jabbern. Die Kritzel eines Dieners, bla bla. Ja, gut. Das ist einfach nur ein Random-Text. Sag mal, rafft ihr nicht, dass wir direkt mit dem sind? Und Alter, wie hoch will der noch gehen? Wir sind schon fast ganz oben. Er geht legit so hoch, dass keine Leute mehr da sind. Und wir müssen mir jetzt die ganze Zeit hinterher decken, einfach weil wir keinen Bock haben auf den anderen Schmarrn. Ganz ehrlich, hier sind keine Türen. Es sind Fenster da. Aber unter vier Augen. So, kann dann niemand mithören, aber gut. Eigentlich hätte ich die Festung wieder anmachen können. Ich dachte, es geht schneller, aber... Na, haben wir es bald? Ja, endlich. Ah, Eivor. Komm, let me show you a wonder.
Okay, fängt wieder an. Das dauert bestimmt noch. Ja, am Arsch. Wow, die Stadt kennen wir doch schon. Sieht schon krass aus, so ist es nicht, aber super. We conquered this, he and I, together. You've earned great fame, won many battles across England. But not alone, no, no. Bjorn Ironside, fearless Uber, Ivar the Boneless, Sacred Snake and I. Great warriors all, my brothers. Er hat Sigurd auch erwähnt. Gold is good and battle better, but glory never dies. Forever it lives in the Hall of Heroes, high on Valor's deed. Together we have conquered. Together with my friends, my clan. Faravid above all others. One sword is not an army, Eivor. Even a hero needs loyal friends. I have never lost sight of that. Niemand hat so viele Verbündete wie wir, aber hey. Freunde, wir sind diese Freunde. Have you room for one more among those you call friend? What does friendship mean to you, Eivor? Oh, multiple choice. Wobei, wir können nur eins wählen. Friendship goes beyond words. It is a solemn bond, a chain unbroken. Spoken like the Voler. It is indeed a kind of magic. You wriggle like an eel in a basket, Halfdan. What has caught you? Friendship can also spoil, like rotten meat. After all these years, he dares to bite my hand. Faravid. Yeah. He seems a good and loyal man. Seems, yes. As a bright sky in winter seems warm, but rumors fly of little men plotting treason in the dark. Have you proof of his treachery? Not yet. That is where you enter my saga. Prove this for me. Discover if Faravid has been disloyal. Then we shall talk of oaths. Okay, sollte schwierig werden. Normalerweise müssen wir immer zwischen zwei oder drei Leuten auswählen. Müssen wir nur sagen, ob er schuldig ist oder nicht. Ich bin gespannt. You see this? From a sea unicorn. I filter my mead and wine with it. I've heard of Meereseinhorn, what the fuck? They swim below the ice, beyond the world's edge. And their horns protect against poison. You believe Faravid wants to poison you? I fear he has tried countless times and failed them all. You don't believe me, but I know the man. His gifts of wine, his easy smile, his envy, his plots. Learn the truth. Dig up. Unearth his treason. Why trust me with such a task? Jorvik, you stopped the ill deeds of Audhun and his swarm of rats. You can do the same here. Like a good sword. Anna has two edges. I'll help you. Faravid has left the feast already, heading for his camp upriver. Join his warband, and behind his back, dig. And if I find nothing, if he's a good and loyal man. Even better, even better. Fair enough. I will find what I find. Then return, my friend. Okay, das ist gut. Also, es geht jetzt nicht darum, einfach nur eine Ratte auswendig zu machen, sondern herauszufinden, ob er eine Ratte ist oder nicht. Ich hoffe ja nicht, dass er es ist, denn er macht eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck und... Ja. Aber ja, man kann es nicht wissen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erst mit diesem Kriegstopf anschließen und wieso angeln wir schon wieder? Das hier, wir haben hier oben noch keinen Schnellreisepunkt eingenommen. Hallo, weg und weg. Hallo, weg. Ich werde mich jetzt hier begeben, hier schnell das einnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier auf dem Weg bin. Because we beg for scraps from Halfdan's table. Okay, da sind wir jetzt. Hier ist das Lager. Und hier ist Faravid. Faravid,
Bin mir meint. Schauen wir mal, was er zu verbergen hat. Is Doncaster Hospitality to your liking? I would be careful calling this one friend, Faravid. The crow who comes flapping when Halfdan gives a whistle. Halfdan and I spoke, and what of it? This is our fight, our chance for glory. Fly on home, crow. Ulf ist schon mal kein Freund von uns. Faravid. This whelp needs gelding. Ofer, piss off. Small men always talk big. So, was Halfdan generous? Did you get what you came for? If I help with your fight against the Picts, Halfdan will consider me a friend. So point the way, Faravid. The Picts raided that monastery, plundered its silver and gold. The Saxons built more churches and barns and filled them with herds of monks. Yes, monasteries make tempting targets, and not just for us. We tracked Pictish raiders heading north. Gold is fine, but victories are treasure. What's your plan? To open their bellies with my knife. I'm ready to fight. Let's put them in the ground. Halfdan didn't send you north to fight a skirmish we could win with half our numbers. Why are you here, Eivor? You question my word. You never gave it. Then I give you my word, Faravid. I'm here to fight Picts. Wir haben nie unser Wort gegeben. Ich kann dich schon verstehen. Er ist halt auch leider nicht dumm. Also wenn er ein Verräter ist, dann macht das clever. Okay. Warte, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht so weit laufen, sonst würde ich lieber mein Pferd reiten. Okay, es wird safe im Hinterhalt. Ja, ich dachte mir schon. Oh, hör auf mich zu schlitzen. Ich will dich gleich schlitzen. Und geschlitzt. Zum Glück sind wir broken. Problematisch ist nur, dass wir hier niemanden finden. Wo sind Gegner? Gut, dass wenn wir schleichen, dann werden Gegner aufgedeckt. Oh. Hey, bleib da! Oh, die machen schon guten Damage, oder nicht? Okay, Schleichmode. Ich sehe gerade keinen, das ist gut. Wo seid ihr? Wie wär's mal? Auf geht's. Auf geht's. Lol, was hat der für ein großes Schwert? Wenn du schießt. Ich schleich mal weiter. Aha! Es ist einfach broken, dass wir hier alle Ziele sehen und Alter. Der hittet nichts, aber geht zu krass ab. Au! Wo sind die denn? Aha! Hallo! Ich habe nie diesen Sprunggriff hergenommen, obwohl der eigentlich richtig broken ist. Ey, du! Bleib da! Da legst du die nieder. Oh, schöner Finisher und schon. Okay, wo ist der nächste? Ah, da ist noch eine Ratte. Hallo! Lol, ich wollte ihn gerade betäuben. Aha, da hinten. Wir folgen einfach den Schreien. Aha, oh! Immer dieser Kollateralschaden. Ah, Leute, er ist schon da. Sorry. Okay, wo ist noch ein? Keine Ahnung, wo du bist, aber es gefällt mir gar nicht. Ist er tot? Ja. Auf einmal lichtet sich der Nebel. Ah, da ist noch einer. Mann, ich sehe halt nichts. Ich habe keine Ahnung. Nicht du, Sulef. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwo jemand ist. Ah, okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Entscheid dich mal, Junge! Hier lang, da lang, überall. Ey, ganz ehrlich, als ob ich nichts Besseres zu tun habe, als ihm hinterher zu dackeln.
ihr mir einfach eine Questmarkierung, ich laufe dahin, schnetze alle, bis ihr da seid und fertig. Aber nein. Wahnsinn. Als ob wir jetzt Eichhörnchen hinterherlaufen. Okay, wo sind die hin? Ah, da. Ah. Ganz zufällig ist jetzt hier auf einmal wieder Nebel. Oh, da ist eine krasse Höhle. Thank Thor, we made it. That was good war work all. Ja, gut. Ich habe fast nichts gesehen, aber hey. Aber gut, Ladies and Gentlemen, das war's für diese Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Schaut auf meinen Twitch-Kanal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.